keine Ursache. Du bist ich? Rika, Hilfe! Ich kann es jetzt nicht erklären. Nachher. Trent, Sie werden nie drauf kommen, wer mir gerade begegnet ist. Eine angsteinflößende Version Ihrer selbst? Sie ist da lang. Vergessen, wie schön Sie sind. Danke. Du bist ich? Aus der Zukunft? Mehr oder weniger. Ist alles eingetroffen, was ich mir gewünscht habe? Nein, es sieht schlimm aus und es wird noch schlimmer. Ich habe viele Fehler gemacht. Also werden wir verlieren? Zumindest werden wir nicht gewinnen. Du weißt, was wir zu tun haben. Ist das der einzige Weg? Es kann auch eine bessere Zukunft geben, aber die habe ich noch nicht gesehen. Könnte mir bitte jemand erklären, was hier läuft? Becker, ich muss gehen. Was? Aber Sie müssen keine Angst haben. Ich gehe nicht wirklich. Ich werde mich nur verändern. Alles wird gut, Becker, ganz sicher. Nirgendwohin. Sie wurde erwachsen und steht vor Ihnen. Gehen wir. Ich verlange eine Erklärung. Sofort. Nein, Sie würden es nicht verstehen. Trent! Sagen Sie mir, was da gerade passiert ist, oder ich steuere den nächsten Planeten ein und setze Sie dort aus. Ja, wenn ich alles erzählen würde, dann wäre das sehr gefährlich. Für mich, für Sie, für alle hier. Doch glauben Sie mir, das ist ein Wendepunkt im Raum-Zeit-Kontinuum. Und wenn wir diesen kritischen Zustand nicht exakt meistern, dann wird es schlimm enden für uns. Deshalb haben Sie den Platz Ihres anderen Selbst eingenommen? Damit alles gut wird? Nun, ich kann nicht dafür sorgen, dass alles gut wird. Nicht direkt, aber ich habe in der Zukunft gelebt und ich weiß, was schiefgehen kann. Ich schwöre es Ihnen, diese Zukunft wollen Sie nicht haben. Niemand will das. Das ist verrückt. Ich dachte immer, in die Vergangenheit kann man nicht mehr eingreifen. Geht auch nicht. Aber das ist keine Vergangenheit, Becker. Das ist die Gegenwart. Also kommen Sie. Sie können Dinge vorhersehen, oder? In die Zukunft blicken? Manchmal. Gut. Dann wissen Sie ja sicher, was passiert, wenn ich merke, dass ich angelogen werde. Das ist nicht der Maschinenraum. Ach, tatsächlich? Harper! Gott sei Dank. Ich war schon krank vor Sorge. Harper! Trent? Ja, ich bin's, mit einem neuen Ich. Was ist... Diese temporale Verschiebung macht mich krank. Sagen Sie das... Noch so eine Attacke und ich bin der Vater von 6 Magog-Babys, Leute. Kommt mit. Mit dir mitkommen? Wir kennen dich nicht mal. Ich bin immer noch Trance. Und wenn du die Larven loswerden willst, dann tu, was ich sage. Aber... Na prima, der Maschinenraum. Genau richtig. Becker, was? Trance? Sind Sie das? Ja, und zum letzten Mal. Ich bin Trance. Dieselbe Trance wie immer, nur älter. Und Harper hat nur noch ein paar Minuten zu leben, also konzentrieren wir uns lieber auf ihn. Was soll ich jetzt mit Ihnen machen? Ich weiß es nicht. Mich hier behalten, hoffe ich. Ich suche wirklich einen überzeugenden Grund dafür, aber ich habe damit meine Schwierigkeiten. Weil Sie mir nicht vertrauen. Vertrauen muss man sich verdienen. Dann geben Sie mir eine Chance. Ich wusste immer, dass Sie eigene Pläne haben. Aber ich wusste auch, dass Ihre und meine Pläne im Grunde dieselben sind. Frieden, Ordnung und ein besseres Universum. Meine Ziele sind noch die gleichen. Becker sagt, Sie kommen aus einer schlimmen Zukunft. Und sie sollen nur deshalb zurückgekehrt sein, um Dinge richtig zu stellen. Und?
Dann sagen Sie mir, wie die Rettung von Harper und der Tod von Hohn, das können welche Dinge werden da richtig gestellt? Das muss nicht so sein. Die Wahrheit ist die, ich habe Harper nicht gerettet, um die Zukunft zu verbessern. Es kann alles auch schlimmer machen. Warum dann? Aus dem einen Grund, der wirklich zählt, weil Hohn ein Fremder war und Harper mein Freund ist. Nun, das wäre ja schon eine Veränderung. Welche? Ihre Ehrlichkeit. Aber es beantwortet nicht die Frage, was Sie mit mir machen sollen. Nein, das tut es nicht. Aber es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang.